Wir kommen zu unserer nächsten Rednerin. Und ich will jetzt hier nicht der Oberlehrer sein, aber ich würde mir einfach wünschen, dass, weil sich die Redner, die haben sich hier darauf vorbereitet und klar, es ist hat einen Festcharakter, aber das Zuhören würde ich mir dann sehr wünschen, damit die Redner dann auch gewürdigt werden. Dankeschön. Sie wird oft die Mutter Teresa von Stuttgart oder die Mutter der Schwulen genannt. Laura Heiding-Hoffmannheit ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, Gastronomin und ganz aktuell Stadträtin der Linken im Stuttgarter Gemeinderat. Und obendrauf ist sie eine lebende Legende aus Stuttgart. Schon lange aktiv dabei in vielen Bürgerbewegungen für ein besseres Leben in Stuttgart, dürfen wir Sie heute auf unserem Geburtstagsfest begrüßen. Laura Heiding-Hoffmannheit. Vom Hofbahnhof, liebe Mannwache, Engagierte, ich freue mich sehr, dass ich zum 4. Jahrestag der Mannwache-Gründung für euch sprechen darf. Ich bin immer unserer Bewegung treu geblieben, aber heute wollen wir diejenige feiern, die unermüdlich seit Beginn die Zerstörungswerk am Bahnhof bei Eiskälte und Glühhitze unsere Mannwache organisieren und betreuen. Im Zuge der Proteste gegen Bahnprojekt Stuttgart 21 wurde die Mannwache geboren. Mannwache gibt es immer wieder für den Erhalt von etwas, was bedroht ist, oder als Protestform gegen etwas, die eine andere Richtung nimmt. Mahnen und wachen, wie das Wort schon sagt, ein Ort für Information, Austausch, Präsenz im öffentlichen Raum und starkes bürgerliches Engagement. Die Mannwache gegen das Projekt Stuttgart 21 wurde am 17. Juli 2010, genau vor 4 Jahren, von aktiven Parkschützern in Leben gerufen. Als angemeldete Versammlung sollte Wachen über die Nordflügel am Bahnhof, die unter Denkmalschutz steht, und abgerissen werden sollte wegen Stuttgart 21. Mit dem Banner bei Abrissaufstand, ein Infotisch und ein Gartenpavillon als Schutz gegen Regen stand die gegengründete Mannwache und passte auf die bedrohte Nordflügel als Protest gegen den Abriss. Es war gedacht für einige Tage. Daraus wurden inzwischen 42 Monate, ohne dass ein Ende zu sehen ist. Es wurde mit Abstand der längste Mannwache Deutschlands und wahrscheinlich auch Europa. Täglich und rund um die Uhr mit 2, 3 Mitarbeitern im Schichtbetrieb ununterbrochen besetzt. Die Mannwache, ein Fels in der Brandung, rund um die Uhr besetzt, bedarf große organisatorische Arbeit, Verantwortung, Zuverlässigkeit von sehr vielen Menschen, Toleranz und Respekt. Über 700 Menschen, die den Dienst leisten, Menschen, die sich vermutlich nie sie kennengelernt hätten und kommen immer wieder neue dazu, haben die geschafft, trotz Vielfalt eine große Familie zu bilden, die mit enormem ehrenamtlichen bürgerlichen Einsatz die Bewegung gegen Stuttgart 21 wachhalten. In diese Zelt, in diese Familie sind alle Menschen gleich. Die Arbeit,
sogenannte Mannwache in Gruppen, Netzwerken und andere Formationen kann nicht hoch genug geschätzt werden. Die Mannwache ist für den Staat und Land ein Dorn im Auge deswegen. Viele Kritikpunkte und Befürchtungen sind längst eingetroffen. Es wurden von stadtpolitischer Seite versucht, die Mannwache zu verbieten und zu räumen. Die Mannwache hat aber Schwierigkeiten gut standgehalten und nun werden die jetzt von Ordnungsamt geduldet. Mein ganz besonders Dank gilt heute den zahlreichen Menschen, die durch ihren unermüdlichen Einsatz zeigen, dass mit Kraft, Mut, Ausdauer und Stärke Willen die Hoffnung nicht verlieren kann, als Alternative zu schaffen gegenüber Großwandprojekte, Profitgier und Zerstörung unserer Stadt. Hat sich Stuttgart für einen Weg der Irrtum entschieden. Die Mannwache wird gestemmt von Menschen, die von Alternative zu diesem Irrtum überzeugt sind und die Botschaften ins Land tragen. Wir sind uns sicher, wie auch immer das Projekt weitergeht, die Geschichte wird uns recht geben. Liebe Mannwache, Ihr Durchhaltevermögen wird weiter gebraucht, denn wir wissen heute nicht, welche Tropfen sein wird, die das Fass der Stuttgart 21 Irrsen zum Überlaufen bringen wird. Wir können sicher sein, dass der Moment kommt und dafür es ist wichtig, dass die weiter in Stuttgart bestehen. Dass ihr oben bleibt. Und dafür brauchen wir euch. Weiter, liebe Mannwache. Wir können euch nicht genug danken. Lasst uns alle oben und zusammen bleiben und zusammen feiern. Heute ist euer Tag. Danke, Laura, eine Hochzeit. Vielen Dank für die neuen Worte. Und ich freue mich, dass du Stadträtin bist und dass du diese Energie mit in den Gemeinderat bringst. Vielen Dank. Und da frage ich dich dann auch wieder, wo ist ein Fritz Kuhn? Wo ist ein Herr Kretschmann, um dieses Engagement zu würdigen. Aber da sieht man dann, da trennt sich die Spreu vom Weizen und eine Laura Heidi-Kochenheit kommt her und ehrt uns. Vielen Dank.